So, ihr Lieben, dann geht es hier jetzt auch weiter. Ich blende mal kurz die Map aus, die sehen wir eh nicht durch die Facecam. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier, ja, weiter uns Gedanken über den Innenhof machen. Hier eventuell nochmal die Materialien austauschen erstmal und dann uns hier so um die Mitte kümmern. Aber im Nachhinein werden wir uns hier auf Dings fokussieren. Klaro, ganz klare Sache, auf die Geschichte hier mit dem Kernkraftwerk. So, wassergekühlt ist sie schon. Wir müssen hier irgendwie nochmal das Pult installieren. Das würde ich erstmal hier so machen. So. Gefühlt ist das dann schon das Richtige. Ich frage mich, ob ich hier sicherheitshalber nicht doch noch so eine Zwischentür oder so machen soll. Ich glaube, das machen wir mal. So schön aus Granit. Und dann kommt da nochmal so eine schöne Granittür hin. So, sicher ist sicher. Und ja, dann lassen wir mal schneller laufen, ihr Lieben. Momentan passiert natürlich noch nichts. Es ist ja auch gerade mal 1 Uhr in der Nacht. Ein paar Leute sind natürlich wach, aber ja, es passiert halt nichts. So, können wir noch mal so ein bisschen Mahlzeiten kochen lassen, damit wir hier auch was haben als Nachschub. Ruslan liegt flach. Was hat der noch mal? Ja, der ist halt Katatonie. Das liegt hier am Entzug, ne? Sehr interessant. Deswegen hat er da auch immer so randaliert. Nämlich war das nie so richtig bewusst, um ehrlich zu sein. Ja, aber so ist das dann nun mal. Und ja, jetzt wollen wir dann doch mal hier unser Pult hinbauen, ne? Research Bench 9, unsere Reaktorkonsole. Ja, hier steht sie doch ganz gut, oder? Tun wir es. Und ich werde dann natürlich auch nochmal ein Möbelstück hinbauen wollen. Was nehmen wir da? Ein Stuhl, ja, aus Holz. Können wir mal gerne so da hinsetzen. Wie sieht es mit dem Wasserverbrauch weiterhin aus? Ich glaube, das passt jetzt mittlerweile. Ist so eine feine Sache. Das passt. Ich muss natürlich sagen, wir sind weit gekommen. Mit dem Atomkraftwerk. Also das wird ja jetzt bald weitergehen. Ne? Also das wird bald losgehen. Und dann bin ich mal gespannt, was daraus wird. So, lassen wir noch mal ein bisschen weiterlaufen. Das sieht doch gut aus. Und wenn wir von denen so ein paar mehr hätten, ne, von diesen Logistikrobotern, wäre eine feine Angelegenheit, glaube ich. Abwasserauslass ist blockiert. Ist hier wer in der Nähe? Bokoi, come on. Den kann er gar nicht machen. Aber wir lassen es mal einfach automatisch geschehen. Und darum will ich mich jetzt nun wirklich nicht kümmern. Hungernde Kolonisten, alles klar. Wie sieht's mit den Ressourcen aus? Scheint noch fein zu sein alles.
So, was sagt die Waffenkammer? Rauchgranatwerfer nur einer. Warum? Habe ich sonst wo noch irgendwie einen Rauchgranatwerfer liegen? Nein, ne? Echt interessant. Ich meine mich zu erinnern, dass es nicht der Fall ist. Naja. Sollen wir jetzt noch einen bauen lassen? Was meint ihr? Wir warten mal ab. Einen haben wir ja schon. Ich will mal die Leute hier erstmal so ein bisschen weiterarbeiten lassen. Was wir natürlich machen könnten, ist hier ja weitere... Einfache Mahlzeit kochen. Thorn hat es nicht geschafft, Aurelia zu beruhigen. Jo, ist klar. Ich baue hier jetzt mal nochmal so zwei Dinger auf. Hier so Heuballen. Böden. So, jetzt wird hier schon mal fleißig weitergemacht. Strom, ne? Ich wollte hier nochmal diese Stromkabel bestecken. Das machen wir nämlich auch gleich fertig. Dann kann der hier nämlich auch mal abgerissen werden. Ist hier ordentlich was los. Warten wir noch mal so ein bisschen ab. Schauen wir mal, was passiert. Disconnected. Achso, wir müssen es ja noch nicht benennen. Wir haben ja nur noch eins. Rimatomics Console Loom. Ja, einmal hier drunter dann, ne? So, einmal hier hin. Console Loom, meinetwegen. Ja, ist schon so ein bisschen Showdown gerade, ne, was das Kraftwerk angeht. Echt interessant. Bin echt gespannt, wohin uns das führt. Hier nochmal so eine Walllight gerne. Überhaupt kein Thema. Dann haben wir da auch Licht. Wie sieht es mit Nahrungsmitteln aus? Ich mache mal noch mal so ein paar. Wird ja nicht so schnell schlecht. Wahnsinn, ich muss schon echt sagen, wir sind weit gekommen. Bin echt stolz drauf. Ganz nebenher will ich nochmal hier weiter ersetzen, ne? Strukturen. Was sagen wir denn da? Das war doch hier irgendwo.
Ersetze mit, genau. Marmorblöcke, ne? Hatten wir gesagt, genau. Boah, erstmal. Einmal so hier. Das ist auch nochmal so eine Aufgabe. Also echt der Wahnsinn hier so mit den Tieren und so, ne? Das wird alles noch angepackt, ihr Lieben. Milch ist im Lager zerfallen, ja logisch. Alter, wir haben so viele Tiger, ne? Müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir die dann irgendwie mal verticken oder so. Hammer. Echt, wenn das hier läuft, Hammer. Die Nächte dauern echt, ne, muss man sagen. Aurelia hungert. Warum hungern die? Ich check das nicht. Wir haben doch genug Nahrungsmittel da. Kann ich mir jetzt nicht so erklären. Nur regnet schon den ganzen Tag. Jo, irgendwie nimmt alles so ein bisschen Zeit ein, ne? Also, ich glaube, mit so diesen neuen Aufgaben warte ich dann lieber doch mal. Also ich werde jetzt keine neuen mehr vergeben. Dass da mit den Max momentan noch nichts passiert, ist auch so ein Glücksfall. Echt gut. Come on. Come on. Los, Leute. Kommt ran hier. Wie sieht es denn mit Russlands Rauchblattentzug aus? Gibt es hier denn nicht irgendwie so eine... Verstehe ich echt nicht. Anfisa, kannst du mal bitte essen gehen? Wo ist sie? Kannst du mal bitte essen gehen? Meine Güte, ey. Habe ich sie denn nicht umgestellt im Manager? Ja, ist genauso wie bei den anderen auch eingestellt. So, bitte. Einmal die Mahlzeit, bitte. Doago, was hat Doago? Entspannungsmangel, auch interessant. Haben wir gerade nichts zum Entspannen da? So ein Wurfkegel oder sowas? Sollen wir das mal machen? Anscheinend fehlt es wirklich. Dann machen wir das mal hier.
Noaru baut ab. Ja, das ist da halt auch kein Stall, ne? Ich würde hier mal diese Betten hier mal abreißen. So. Ist denn die Stromverbindung schon da? Jawohl, ist komplett da. Wir werden jetzt ja, abreißen. Stromkabel deconstruct. Es hängt eine Quest. Treasure in the Ruined Fortress. Ne, sowas machen wir nicht. Uns egal. Nuclear Power Complete. You are no longer limited to building one of each part of the reactor system. You can expand by adding more cores, turbines and coolers and perform research using the Rheumatomics Research Bench to improve upon the design. Alles klar. Okay. Energy Weapons. Okay, sehr interessant. Jo, was machen wir denn? Fuel Processing. Also hier können wir irgendwie Fuel herstellen, ja? Wir machen es mal. Purchase. Project initiated. Sehr schön. Dann werde ich mal das hier kurz pausieren, damit Kalom da auch seinen Job macht. Reactor Console. Alpha Alpha. Okay. Wer macht denn diesen Nuklear-Stuff? Aha. Kalom. Ich würde das erstmal bei Kalom lassen. Was gibt es denn hier noch? Bergbauwald, aber Schmieden, Schneidern, Kunst, Handwerk, Nuklear. Resource. Wir managen mal den Reaktor einmal ganz kurz.
Ich bin da echt gespannt, ne? Wir haben ja jetzt gerade irgendwie Überschuss 424, ne? Okay, 424. Wir haben hier Mox oder Fuel Rods, 100%. Ich werde mal normales laden. Ach so. Scram. Okay. Manage Reactor. Kann ich den jetzt starten? Wollen wir es versuchen? Okay. Requires 8 Intellectual. Wer hat denn bei uns noch so alles 8 Intellectual? Zum Beispiel Abenero. Sehr interessant. Wer kann das denn alles machen? Sehr interessant. Leistungsbedarf. Starting up steht hier. Habe ich hier so ein bisschen untertrieben oder was ist das jetzt hier? Wir lassen die mal loslaufen. Okay. Also ich check das nicht. Engaged. Ich check das nicht, Leute.
Ja, müssen wir uns mal angucken. Ja. Bin mal gespannt, wie wir das hiermit, ja, hinbekommen. Müssen wir uns mal anschauen.